Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war neulich mit diesem Auto mit meiner Frau in Hamburg. Ganz viele von euch haben bei Instagram reagiert und haben gesagt, ey, mach doch mal ein Video zu dem Auto mal wieder. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich würde sagen, Porn ab. Heute gibt es mal eine kleine Kaufberatung RS4 B7. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. So, das ist er. Er ist 4B7. Dieses Fahrzeug ist in meiner Hand seit, weiß ich nicht, über 10 Jahre, 2010 irgendwann, hat damals 180.000 Kilometer gehabt. Jetzt hat er, haltet euch fest, 424.000 Kilometer. Die letzten Jahre stand der eher mehr nur rum, war ein bisschen Winterauto, war so ein bisschen mein Daily. Mein Bruder Jonathan ist öfter mal mitgefahren. Nach wie vor allerdings für mich ein fast zu perfektes Auto. Deswegen haben wir ihn einfach nicht so viel genutzt. Allerdings für Winterurlaub und Langstrecke wirklich perfekt. Irgendwann bekommt dieses Auto auch noch mal einen großen Service, deswegen verkaufe ich ihn noch nicht. Aber heute habe ich gemerkt, ganz viele von euch wünschen es euch. Jetzt stellen wir euch das Auto mal ein bisschen vor. Das heißt, ich will jetzt hier nicht das Auto vorstellen, sondern ich will euch ein bisschen helfen. RS4 B7, worauf müsst ihr achten, wenn ihr euch so ein Auto auch kaufen wollt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die absoluten Preistiefpunkte, der absolute Tiefpreispunkt, der absolute Tiefstpreis, der Zeitpunkt, wo der Tief am der Punkt, wo die Preise des RS4 B7 auf dem Tiefpunkt waren, jetzt habe ich es, ist schon vorbei, die Autos gehen nach oben, aber noch kann man relativ gute Autos davon kaufen. Erstmal zum Auto. Dieses Auto ist Baujahr 2006. Ich glaube, er wurde gebaut von 2005 bis 2010 oder 2011, also relativ lange. Das Besondere damals an diesem Fahrzeug war, okay, der Motorraum braucht auf jeden Fall mal wieder einen kleinen Service. Da sieht man halt, dass das Auto die letzten Jahre nur gefahren wurde. Das Besondere an diesem Auto war der V8. Allerdings nicht nur V8, sondern der erste V8 Hochdrehzahlmotor. Das heißt, dieser Motor dreht irgendwas serienmäßig über 8000, serienmäßig, und leistete 420 PS. Die waren dafür bekannt allerdings, dass sie die Leistung immer nicht schaffen. Deswegen haben wir ihn auch in einer unserer ersten YouTube-Umbau-Videoreihen umgebaut. Das heißt, Motor kam raus, der alte, bei knapp 400.000 Kilometer, lief der tatsächlich noch, hatte nur ein bisschen Ölverbrauch. Und es kam ein neuer Motor, den hatte ich schon lange stehen, neu heißt, ich glaube, er hatte 20.000 Kilometer rein, mit Krümmern vom RS5, mit einer Kaltluftansaugung. Das heißt, wir haben eine Ansaugung gebaut, wo jegliche Luft hier durch einen Alusammler direkt in den Motor reingedrückt wird. Und haben dadurch irgendwie tatsächlich eine Leistung von so 450 PS hinbekommen. Weil der RS5 hat serienmäßig nämlich auch 450 PS. Wir machen da mal ein paar Infokarten zu rein. Dann könnt ihr euch die alten Videos von damals mal reinziehen. Das waren so mit die ersten Videos. Ich weiß nicht, ich würde sagen 3 Jahre, ja. Damals knapp über 390.000, jetzt 420.000. Also 30 Kilometer sind wir seitdem schon gefahren, was nicht wenig ist. Liegt daran, wenn ich das Auto raushole, fahre ich wirklich Langstrecke damit, ne? Serienfelgen drauf, 9x19, Keramik. H&R-Gewinde gab es auch ein geiles Video zu. Und zwar haben wir das H&R-Gewinde nach 200.000 Kilometer. Weil früher war das so, man kauft sich ein neues Auto, direkt Gewinde rein. Das heißt, ich bin dieses H&R-Gewinde 200.000 Kilometer gefahren. Wir sind dann zu H&R gefahren, haben uns das alte Fahrwerk angeguckt, haben es revidiert und wieder eingebaut. Mal hier auch mal eine Infokarte zu rein, auch geiles Video. Ja, sonst gibt es zu dem Auto eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Mittlerweile, früher hat man Pampers-Bomber gesagt. Mittlerweile ist es tatsächlich ein Pampers Bombers. Ihr seht, Fritz Kinder sitzt auch drin. Er liebt nämlich das Auto, weil das werdet ihr gleich beim Fahren sehen. V8 als Schalter ist einfach geil. Jetzt ist das allerdings nicht der V8, wie man ihn von Mercedes oder aus Amis kennt, sondern mit dem Hochdrehzahlkonzept ist das halt ein bisschen sportlicher. Aber bevor es losgeht, unser heutiger Partner vom Video, Insta360. Bin sehr stolz auf diese Partnerschaft. Natürlich wollen wir euch gleich während der Fahrt ein paar spektakuläre Perspektiven liefern. Dafür nehmen wir, wie gehabt, unsere Insta360 Go 3 aus dem Case raus. Diese können wir mit dem mitgelieferten Halter einfach hier reinklippen. Zack, so rum. Und jetzt einfach nur an den Schirm ran.
Und schon haben wir POV Nummer 1 direkt auf dem Tacho. Aber das ist noch nicht alles. Viel, viel geiler sind natürlich immer diese Perspektiven aus einer dritten Person, Third Person. Die machen wir mit unserer Go 3. Ganz einfach, saugnapf. Sieht ein bisschen wild aus. Hinten auf die Scheibe. Wie weit muss hier raus, Nico? Reicht schon so fast, ne? Ein bisschen ja, noch? Machen wir noch ein bisschen länger raus. Jawohl. Man könnte ja, okay, auch denken, so weit muss nicht. Gibt aber auch tatsächlich Videos im Internet, wie sie so durch die Gegend fahren. Brauchen wir natürlich nicht. Einfach nur, um euch ein bisschen Sound zu zeigen. Und ein bisschen einfach. Es ist einfach, man muss einfach immer ehrlicherweise sagen, je mehr Perspektiven man in so einem Video drin hat, je dynamischer ist es am Ende. Das Coole bei der X3 ist, 360 Grad nimmt die dauerhaft auf. Das heißt, es ist vollkommen egal, wie rum ich sie jetzt drehe. Ihr könnt nachher in dem Tool einfach genau die Perspektive wählen, wie ihr haben wollt. Und nur das Umfeld aus dieser dritten Person Perspektive einblenden, wie ihr es gern hättet. Ich würde sagen, für unsere kleine langsame Runde reicht das so auf jeden Fall. Weil natürlich gibt es eine Person, die uns zum Thema RS4B7 am meisten erzählen kann. Das ist Tilly von der RS-Klinik, der war damals auch beteiligt. Und da fahren wir jetzt einmal hin, weil dann können wir das Auto nämlich hoffentlich auf die Bühne nehmen. Nochmal kurz zur Erläuterung. Jeder von euch, der sich gerade fragt, wie kriegen die denn jetzt gleich bei der dritten Person-Perspektive den Safety-Stick weg, das macht bei Insta360 Software automatisch. Also das Bild, was am Ende rauskommt, ist automatisch ohne Safety-Stick und es sieht so aus, als wenn ihr es von weiter weg, als wenn es von weiter weg gefilmt wurde. Natürlich kann man mit der Kamera auch normal aufnehmen. Wir blenden das mal ein. Man kann auch einfach ganz normal auf weitwinklig umstellen und schon bekommt man einfach ein weitwinkliges Bild hinter dem Auto und muss gar nicht diese große Rundumsicht ums Auto machen. Ne? Und was ich immer wieder sagen muss, wenn ich mir überlege, zu früheren Zeiten, wie wir irgendwelche Kameras an Helmen gebaut haben, um irgendwelche coolen Perspektiven zu kriegen, mit diesem Clip einfach an dem Schirmrahmen, das ist schon easy, ne? So, jetzt aber zum eigentlichen Auto. RS4, B7, V8, serienmäßig 420 PS. Wir wollen euch in diesem Video ja auch so ein bisschen mitteilen, was so die Negativpunkte von dem Auto sind. Als allererstes muss ich sagen, Verarbeitung ist definitiv bei diesem Auto ein Pluspunkt, weil dieses Fahrzeug hat 424.000 Kilometer runter und es wurde kein Teil getauscht. Das ist das erste Lenkrad, erste Schaltknauf, erste Türpappen, erste Tacho, gar nichts. Also es ist wirklich so, dass dieses Fahrzeug vom Innenraum her komplett original ist. Und was soll ich euch sagen? Egal welches Teil, hier ist nichts abgegriffen, hier löst sich nichts und gar nichts. Da muss ich wirklich sagen, top. Negativpunkte gibt es natürlich auch, wie bei jedem Auto. Was mir als allererstes einfällt ist, ist leider bei den Schalensitzen immer so, quietschend. Nächster Punkt ist, Navi, Lautstärkeregler, hat gerne mal einen weg. Kann man aber mittlerweile echt günstig reparieren lassen, aber es ist ganz gerne so, dass man laut leise dreht und er springt wirklich von ganz laut nach ganz leise. Was haben wir sonst noch so? Bei meinem Fahrzeug, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, bei meinem ist es leider so, dass auf der Fahrerseite die Sitzheizung spinnt. Das heißt, da muss irgendwie der Regler im Sitz kaputt sein und deswegen geht die manchmal hoch und runter. Sonst, was ich wirklich bisher nur bei diesem Auto gesehen habe, ist, man hat sowohl einen Zündschlüssel als auch einen Startknopf. Ja, das finde ich auch sehr geil. Also ganz viele nehmen immer den Schlüssel, stecken den rein und können das Auto nicht anmachen. Ah, jetzt siehst du, jetzt haben wir gerade den kaputten Drehregler. Ganz viele haben immer wollen anmachen, geht aber nicht an, weil man muss tatsächlich Zündung anmachen und muss dann auf den Knopf drücken. Jetzt kriegt er aber das allererste Mal unseren schönen V8-Sound hier. Mal Blinker vorne, links auch defekt. Das klingt männlich. Nächster Defekt ist bei mir wirklich seit dem ersten Tag defekt. Oh, ich will jetzt wirklich dieses Auto nicht schlecht machen, weil es ist für mich eins der besten Autos, was ich besitze. Und auch eins der zuverlässigsten Autos, was ich besitze. Die Parktronik hinten ist kaputt. Ich weiß auch, warum sie kaputt ist, weil der Kabelstrang für die Parktronik läuft vorne links im Radhaus, also zumindest ein Teil des Strangs. Und zu den Zeiten, wo ich mit dem Auto noch so tief gefahren bin, ist tatsächlich der Spurstangenkopf öfter mal gegen diesen Kabelbaum geschlagen. Und dann geht da vorne das Kabel kaputt. Und deswegen ist jetzt hinten ein Sensor kaputt. Wenn ein Sensor kaputt ist, fällt die ganze Parktronik immer aus. Bin aber ehrlich gesagt zu faul, das zu reparieren, weil ja, ich bin eh einer, der sich umdreht und guckt, ob nichts im Weg ist. Ne? Sonst zu diesem Fahrzeug, 424.000 Kilometer. Ich habe, ungelogen, wirklich fast nichts neu gemacht. Erste Antriebswellen, erste Querlenker, erste Radlager, Kardanwelle erste. Hier drin keine Steuergeräte kaputt, nichts kaputt. Tacho nichts kaputt, Navi nichts kaputt, Klimabedienteil nichts kaputt, keine Pixelfehler.
wirklich toi 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 gar nichts. Keine Xenon-Steuergeräte kaputt. Einzige, was ich mal getauscht habe, war das Getriebe. Da kommen wir nachher auf der Bühne zu. Das habe allerdings ich durch ein zu tiefes Auto kaputt gemacht. Und wir haben halt den Motor getauscht wegen Ölverbrauch. Da kann uns aber Tilly später mehr zu sagen. Der ist da der Experte, weil das haben die Autos leider alle. Früher hatte ich hier eine Airbox drin, die war komplett offen. Dann hat sich das Ding so ein bisschen angehört wie so ein Ferrari, weil du so ganz griffig runterschalten konntest. Jetzt mit der Kaltluftansaugung ist es natürlich so, dass diese Ansaugung komplett geschlossen und bis unten ist. Das heißt, man hat eher das Gegenteil, man hat eher ein dumpfes, also ein geschlossenes Geräusch. Soll auch. Kaltluftansaugung habe ich vorhin gar nicht erklärt. Kaltluftansaugung ist folgendes. Man will eine geschlossene Ansaugung von Stoßstange bis Motor haben, dass man mit steigender Geschwindigkeit eine Art Ram-Air-Effekt hinbekommt. Das heißt, jeglicher Fahrtwind wird durch die Ansaugung bis in den Motor gedrückt. Das ist eigentlich die Kaltluftansaugung. Der Name sagt ein bisschen was anderes, weil man will natürlich zeitgleich auch die kalte Luft von außen ansaugen, weil kalte Luft gleich mehr Leistung. Das heißt, man will die Ansaugung abschotten vom Motorraum und wirklich nur frische Luft von draußen nehmen. Zeitgleich hat man natürlich diesen leichten Ram-Air-Effekt, ne? Also ich bin immer wieder begeistert, Alter, 424.000 Kilometer, das kann ich euch jetzt nicht rüberbringen, aber wie frisch dieses Auto fährt. Bis auf den Sitz klappert da nichts, da ist nichts ausgeschlagen, der hat schon, das war glaube ich somit das erste Auto in den Baujahren mit einer Zwei-Zonen-Servo. Das heißt, im Leerlauf geht die Servo ganz einfach, sobald ihr losfahrt, wird die richtig schön stabil. Dann gibt es verschiedene Ausstattungspakete bei diesem Auto. Ich persönlich finde diese Config hier am schönsten. Das heißt, wir haben das Aerodynamikpaket, ich weiß nicht, ob es so hieß. Fakt ist, man hat diese tropfenförmigen Spiegel mit zwei Stegen. Ich finde, damit sieht das Auto einfach deutlich, deutlich frischer aus. Und was bei dem Auto zwei Punkte sind, drei Punkte, die für mich eigentlich ein Muss sind, aber nicht so einfach zu kriegen sind, das ist einmal das abgeflachte Lenkrad, weil es gibt das Auto tatsächlich auch ein Multifunktionslenkrad. Das sieht deutlich, deutlich älter aus. Dann Thema Schalensitze. Wirklich auch nicht so einfach in dem Auto zu kriegen. Und dritter Punkt ist Keramik vorne, weil, kein Spaß, ja, wo hat man mal ein Auto, wo tatsächlich Bremsscheiben irgendwie 400.000 Kilometer halten, ne? Das ist halt wirklich schon krass. Das sind die ersten Bremsscheiben? Mhm. Krass. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Auto hatte nicht Originalkeramik. Ach so. Das Auto hatte keine Originalkeramik, die habe ich bei 180.000 direkt draufgebaut. Aber seitdem musste ich tatsächlich einmal die Bremsbeläge wechseln. Aber ich musste nicht die Bremsbeläge wechseln, weil sie runter waren, sondern weil die Rückseite, die Trägerplatte, der Stahlbelag, war so rostig, dass der Belag angefangen hat, im Sattel zu klemmen. Also es war so, es war noch Fleisch drauf, aber die Trägerplatte war zu rostig. Das war sogar der Grund. Idealer Einsatzort für dieses Auto ist definitiv Langstrecke, Regen und Winter. Mittlerweile kann man es auch geil im Sommer fahren, weil es ist einfach mittlerweile ein kultiges Auto geworden. Aber eigentlich fühlt sich dieses Auto am wohlsten im Winter auf Schnee. Wirklich krank. Die Kombination aus V8, dann ein bisschen tiefer. Das heißt, der hat ein bisschen Sturz vorne. Das heißt, wenn ihr um die Kurve fahrt, schiebt der nach außen so ein bisschen den Schneehügel, wo er quasi gegenfährt. Dann hat diese Generation von dem Allradantrieb schon ein leicht modifiziertes Mitteldiff. Das heißt, gegenüber dem Vorgänger, dem B5, kann der schon minimal mehr Kraft nach hinten schieben. Das heißt, der macht auf jeden Fall komplett 50-50. Und schon sage ich euch, da gibt es auch ein Video, fällt mir ein. Da können wir auch nochmal eine Infokarte reinmachen. Wir sind mit der Kiste schon mal im Schnee gefahren. Das ist eigentlich das Perfekte für das Auto. Also das ist eigentlich der Punkt, wo man die Autos liebt. Auf dem Schnee oder im Regen. Oder, muss ich ganz ehrlich sagen, Langstrecke. Langstrecke ist das Geile. Ein Saugmotor hat ja durchgehend, fast durchgehend, das gleiche Drehmoment. Das heißt, der hat irgendwo bei 3,5 oder so, wird er seine 450 Newtonmeter haben. Das ist das Max. Und von dort bis zum Drehzahlende hat er fast ein konstantes Drehmoment. Das heißt, ihr braucht auf der Autobahn auch nicht runterschalten. Es ist egal, ob du mit der Kiste bei 160 aus dem 4. beschleunigst oder ob du aus dem 6. beschleunigst. Das macht ehrlich gesagt nicht so einen riesen Unterschied aus. Das heißt, ihr könnt von hier bis München mit dem Auto fahren. Könnt auch von hier bis München Vollgas fahren und braucht nicht einmal runterschalten. Ne? Das ist halt wirklich, muss ich sagen, ein geiler Cruiser. Damals waren die Autos nicht so beliebt, auch als ich den gekauft habe, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, es ist kein Rennwagen. Gerade zu den Zeiten, wo jeder damals eher ein 1.8T oder ein RS4 B5 als Turbo gefahren ist, waren die Kisten natürlich schon recht schwach auf der Brust als Sauger. Aber es ist halt V8, ne? Emotion.
So, und die Emotionen werden noch besser, wenn das Ding erstmal auf Drehzahl kommt. Weil nicht ohne Grund heißt das Ding hoch Drehzahl V8. Da waren jetzt gerade hier irgendwie 4000 Umdrehungen. Das ist natürlich bei 8 gleich nochmal ganz was anderes. Und ich sage euch, was dieses Auto schon mitgemacht hat, deswegen habe ich auch so ein Grinsen im Gesicht, es ist unglaublich. Deswegen kann ich das Auto auch nicht verkaufen, weil das Auto ist so ein bisschen meine, ich will nicht sagen meine Jugend, aber dieses Auto ist für mich Hannover Hardcore und Fahrenwalder Zeiten. Damit war ich jeden Freitagabend immer auf der Fahrenwalder und wir sind so viel durch die Gegend gefahren, wir sind Burger essen gefahren, wir haben Ausfahrten gemacht, wir waren Auto waschen und. Das war einfach, ja, einfach eine geile Zeit. Ne? Ein Mangel an dem Fahrzeug ist halt definitiv Spritverbrauch. Also unter 13 Liter geht hier ehrlich gesagt wirklich nicht viel, muss man schon so ganz ehrlich sagen. Bei 13 Liter fängt es dann so an, wenn man einfach nur rollt und vor sich hinfährt. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, so habe ich den Leuten immer schön gerechnet und ich habe den RS4 B7 mittlerweile wirklich vielen meiner Kumpels empfohlen. Die waren auch alle happy mit dem Auto. Zwei Vorteile dieses Auto. Erstens, ja, vorne links ist der Blinker kaputt, deswegen blinkt es jetzt so schnell. Erstens ein immenser Riesenvorteil, kein Wertverlust. Ich habe für dieses Auto vor 10 Jahren, ich glaube damals ungefähr 20.000 Euro gezahlt. Hatte damals schon 180.000 runter, was halt echt viel war für ein 2-3 Jahre altes Auto. Und man hat keine Wartungs- und Verschleißkosten, weil einfach nichts kaputt geht. Man kippt nur Sprit und Öl rein und das war's. Ab und an geht vielleicht mal ein Ölkühler kaputt, da kommen wir aber später zu. Aber sonst war es das auch schon. Ne? Deswegen, also das ist von meiner Seite aus auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt bei dem Auto. Natürlich wöchentlich im Portemonnaie ein bisschen teurer, zieht sich einfach ein bisschen mehr durch, Kraft kommt vom Kraftstoff, aber am Ende macht es einfach Spaß. V8 ist für mich einfach, wir fahren jetzt 45, 2500 Umdrehungen und fährt einfach. Ne? So, und jetzt kommt der erste interessante Bereich. Also der RS4 B7 Begrenzer ist mit einer der schönsten Begrenzer, die es gibt. Der klingt hart, ist aber eigentlich weich beim Reinfahren. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es hier so drin sitzt, ne? Er klingt aber so diese bop, 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 ist wirklich. Und wir haben bei dem den Begrenzer schon hochgesetzt. Also das waren jetzt eben gerade hier, weiß ich nicht, 8,4 oder so. Also wirklich schon echt Drehzahl für so ein V8. Das macht dieser Motor einfach, es schüttelt er einfach so aus dem Ärmel. Ne? Alte Tunneleffekt hier. So, einen letzten Punkt, bevor wir auch gleich bei der S-Klinik angekommen sind. Eigentlich ist Tilly direkt um die Ecke, aber ich wollte einfach eine kleine Runde fahren. Wir haben ganz viele Autos mittlerweile uns angeguckt, die einfach nach 20 Jahren Deutschland wirklich schon viel Rost haben. Bei diesem Auto ist es so, ich habe eigentlich fast keinen Rost. Also es gibt vorne am Kotflügel ein bisschen was, da kommen wir später zu, weil der ist aus Alu. Und es gibt so ein, zwei Steinschläge, zum Beispiel hier oben an der Kante über der Scheibe oder hinten am Seitenteil. Da ist einfach der Lack und auch die Grundierung weg. Das heißt, da fängt es ein bisschen an zu rosten. Aber es gibt ganz andere Autos, so diese Mercedes-Zeiten, wo teilweise hinten ganze Radläufe weggefault sind. Auch da sind diese RS4 B7, was den Rost angeht, wirklich stressfrei, muss man einfach so sagen. Ne? Dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob man das von vorne hört, der macht so ein bisschen wie so ein Kompressorgeräusch immer. Macht so ein bisschen wie so ein Kompressorgeräusch, so ein Jaulen. Das ist bei diesen Motoren, das ist ein Direkteinspritzer. Das heißt, der hat links und rechts auf den Zylinderköpfen eine Hochdruckpumpe, die über Nocken angetrieben wird. Und diese Hochdruckpumpe mit den Einspritzelementen machen dieses Geräusch. So, ich würde sagen, genug geschnackt. Jetzt fahren wir zu Tilly und nehmen das Ding einmal hoch auf der Bühne. So, da sind wir. Hi. Tillmann. Kennt ihr, waren wir schon mal hier zum Film? Ich weiß ja. Das, oder waren das die Facebook-Zeiten damals? So? Nee, noch also angefangen Facebook, da haben wir zusammen, in Sohlt-Messung haben wir gemacht, ne? Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, wir haben eine Sache Facebook live gemacht und ein, zwei, drei Sachen irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem eine BD-Reinigung gemacht haben? Mehrfach. Also ich habe das Auto schon ein paar Mal hier gehabt zur Reinigung, aber wir haben angefangen mit der in Sohlt-Messung live, das waren noch Facebook-Zeiten. Und dann bist du 2019 gekommen und dann habe ich den Block, der rein sollte, gereinigt hier auf der Palette. Ah, stimmt. Mit LKW reingestellt. Ja, ja. Und dann habe ich die Reinigung gezeigt. Für die, die neu dazugekommen sind, RS-Klinik, wirklich von uns, selbst Nico war gerade erstaunt, wäre beinahe zu Fuß gegangen, so nah um die Ecke, dass man wirklich zu Fuß rübergehen kann. Und ich sage bis heute,
Ich glaube, es gibt nicht viele, die so viele B7 bisher schon gemacht haben. Ich bin eine One-Man-Show, ne? Also ja, ich mache das alleine, beziehungsweise habe zwei Hilfe, aber wenn du das 5 Tage die Woche aufziehst, dann ist das klar. Schon... Aber waren schon einige Autos, die eine BD-Reinigung oder eine Software oder eine Kaltluftversorgung und so weiter. Sicherlich, ja. Aber ich mache das auch schon seit 10 Jahren, 11 Jahren jetzt. Ja. Macht immer wieder Spaß, die Autos sind toll, alle unterschiedlich, gibt es kaum gleiche, von der Ausstattung anders, Farbe etc. Und die sind halt echt ordentlich stabil, ne? Ich weiß noch, wo wir mit dem ganzen Zeug angefangen haben, das habe ich vorhin auch im Video schon gesagt, da war es ja eigentlich so, dass die Autos unbeliebt waren. Ja. Weißt du, zu den B5-Zeiten, wo jeder ein RS4 B5 haben wollte, ja. Da war so ein Auto längsdynamisch 2, 3, 4 Jahre alt. Ja. Selbst damals hast du schon gute Autos für, keine Ahnung, 35.000 Euro bekommen, so in dem Dreh. Ne? Ja. Aber es war halt einfach ein V8-Sauger und beim RS4 B5 ging es halt leistungsmäßig ja eigentlich bei 500 PS los. Weniger ist ja eigentlich keiner gefahren. Ja. Also Hosenrohre und eine Software drauf war ja eigentlich... Wobei damals waren das noch 450, 460, das mit dem 500 kam ja erst später, ja. Mit Ladeluftkühler, Downpipe. So, aber Fakt ja. Ist ja, selbst mit 450, 460 bist du den B7 schon immer mal Ohren gefahren. Drehmoment ist ja deutlich höher. Deswegen waren die einfach underrated und wollte halt wirklich in dem Moment keinen haben. Ne? Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns die Kisten halt wirklich mehr so als du hast ja auch mittlerweile einige gehabt. 2 Stück, ja. Als Dailies zu kaufen. Und ich kann es bis heute sagen, also ich habe den wirklich, ich weiß nicht, ob es 10, 11, 12 Jahre sind, ja. Aber ich bin jetzt, er stand jetzt, der ist jetzt auch ungeschönt, der stand jetzt länger wirklich so und war mehr so ein Winterauto. Mein Bruder ist den öfter mal gefahren und ich bin öfter mal Langstrecke gefahren. Der steht hier ungeschönt, unaufbereitet und so weiter und es ist nach wie vor so 424.000 Kilometer. Ne? Nach wie vor ist es immer wieder geil. Also tatsächlich hatte ich keinen da, der noch mehr Laufleistung hatte. Es gibt wirklich Autos mittlerweile einfach aufgrund der Zeit 2007, 2006, 2007 gebaut. Also sie sind jetzt schon mittlerweile fast Youngtimer. Ne? Das geht ja in die Richtung Oldtimer, wenn die sind ja vom Zustand alle sauber, dass die auch lange halten. Aber ich habe viele Autos mit über 200.000. Den zweiten, den ich gekauft habe, im White Edition, war 290.000, 294.000. Erste Hand, Checkheft, Luxemburg. Ne? Der hat bei 290 nochmal ein neues Fahrwerk gekriegt. Der war echt technisch top, klar, außenrum ein paar Sachen. Kommt, es ist halt Steinschlag, Innenraumteile und so, alle abgekrabbelt. Aber das kannst du für relativ günstiges Geld dann schnell machen. Erste Frage, weil du gerade sagst Fahrwerk. Der hat ja original so ein Fahrwerk drin mit diesen Patronen hinten drin. Ja, wo der über X-Weise die Flüssigkeit ja durchdrückt. Oder wie war das? Ne? Ja, da macht das Ventil zu, sodass du diese Nick- und Wankbewegungen verringerst. Das merkst du auch extrem, wenn du mal ein Auto fährst mit originalem DAC-Fahrwerk. Du fährst in der Kurve und du merkst, der nickt nicht weg. Normalerweise hast du ja dieses Rollen. Und du kannst richtig schön steuern, Vorderachse rutscht, Hinterachse rutscht. Der fährt richtig schön, also ist super geil fahrbar, aber unfassbar anfällig, das Fahrwerk. Kann man das selber mittlerweile befüllen? Also kannst du das zum Beispiel füllen? Nee, es geht nicht. Dazu brauchst du ein Gerät, weil du hast einen Systemdruck irgendwie von 15, 16 Bar. Mhm. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn sowas gemacht wird, reinigen, spülen. Weil dieses DAC-Fahrwerk geht gerne kaputt. Da geht ein Dämpfer kaputt, der ist undicht. Dann hast du plötzlich im System nicht mehr den Druck und dann gehen reihenweise die Dämpfer kaputt. Das heißt, hast du einmal Probleme mit dem DAC, tauscht den Dämpfer, kommt der nächste, kommt der nächste, kommt der nächste. Das heißt, würdest du heutzutage schon DAC wieder einbauen oder lieber Fahrwerk rein fertig? Weil es kostet sowas, alle 4 Dämpfer neu, wahrscheinlich dann? 3,5. Das ist vor ein paar Jahren, kam ein Kunde, der hat gesagt, ich brauche ein neues DAC-Fahrwerk, 3,5 plus Einbau. Mhm. Plus befüllen. Wie gesagt, es gibt so eine Station dafür, dass du quasi mit der Hand, mit der Pumpe Druck drauf geben kannst. Aber es sollte wirklich jemand machen, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Das heißt, bei Audi reden wir da von einer Rechnung 4.000, 5.000 Euro auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ah. Aber ist schon ein paar Jahre her. 5 Jahre oder so. Heutzutage, Inflation, dies, das, kostet wahrscheinlich 6, 7. Und dann hast du auch immer noch das Problem, die Autos fallen ja mittlerweile Lagerware technisch aus dem Rahmen. 15 Jahre, es gibt fast nichts mehr. Und da ist die Frage, ob es sowas überhaupt noch gibt. Ich habe tatsächlich von meinen beiden B7 noch die Fahrwerke liegen. Ich habe das Originalfahrwerk von dem meinen Eltern auch noch im Keller liegen. Ja. Ich bin echt am Überlegen, was ich damit mache. Aber ich habe auch Kunden, die wirklich sagen, ich möchte also diese originalen Zustand haben. Das wird jetzt immer mehr und ich gehe mittlerweile auch dazu über, dass ich viele Sachen nicht mehr mache. Downpipes raus, Forecuts raus und so, lasse ich alles, weil die Autos mittlerweile wirklich interessant sind für Wertanlage, Werterhalt etc. Und da macht es keinen Sinn, irgendwas rumzubasteln. Und was viele ja gar nicht wissen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass die ja eigentlich sogar in Deutschland seltener sind als die B5s. Ja. So, ne, es gab ja irgendwie 6.000 B5s, aber ich glaube nur 5.000 Kombis von den B7. Genau. Obwohl man denkt, es gibt so viele Kombis, ist eigentlich Quatsch. 5.000 B7 Kombis, 6.000 B5 Kombis. In der Summe gibt es tatsächlich mehr B7, weil es gibt ja noch Limo, Cabrio, Kombi. Im Ausland, überall Amerika und so weiter, waren ja überall die Limos dann. Ne? Japan gab es viele. Ja, ja. Und so weiter. Und wie gesagt, das DRC-Fahrwerk, echt, wenn es funktioniert, super geiles Fahrwerk.
Aber bis jetzt, jedes Fahrzeug, was ich da hatte, hat irgendwie schon mal was gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es gar nicht ausgebaut habe, logischerweise. Ne? Ich werde einfach nur die Leitung davon zugemacht haben damals. Genau, da gibt es ein Stilllegungskit von H&R KW oder so. Das ist eine Hutmutter, die schraubst du quasi auf die bestehende Leitung drauf, damit es nicht ausläuft. Man kann es aber auch anders machen, dass man es einfach offen lässt, weil, wie gesagt, wenn das einmal offen ist, hast du diesen ganzen Dreck auch mit drin. Und ich kenne eigentlich bisher keinen, der das wieder nachgerüstet hat. Also das wird kommen, die Zeit, denke ich, wegen Original. Wir haben hier auch richtige Taschenlampe. Taschenlampe ist immer das, was man braucht. Da ist so eine Mutter drauf gedreht. So, bei dem Auto muss man sagen, warte, wir können ja mal ein bisschen höher machen. Ja. Der hat wirklich ungeschönte, jawohl. Der hat ungeschönte 424.000 Kilometer jetzt. Ich habe den damals aus erster Hand gekauft mit 180.000 oder so. 2000, keine Ahnung wann. Damals für 20.000 Euro. Und der kam aus Bayern, München. Das war so ein Immobilienbegutachter aus München. Ja. Und deswegen war der damals schon rosttechnisch nicht ohne. Ja, Wie man hier so an den ganzen Sachen sieht. Ist halt einfach der Zeit und der Salz, Schnee, Winter, das ist halt völlig normal, die sehen alle so aus. Aber ich habe ungelogen, ich sage dir, das letzte Mal unter diesem Auto gestanden, ja, dann können wir ja mal richtig 3 Jahre her, würde ich sagen. Also wir haben hier wirklich lange keinen. Ja, aber das ist genau das, was ein B7 ausmacht, ne? Du tankst, du machst einen Ölwechsel und du fährst. Fährst einfach, ne? So funktionieren die halt auch. Ne? Klar, Performance und so, es kann halt schon sein, dass irgendwo ein Magnetventil kaputt ist und der nicht die volle Leistung hat. Ne? Das merkst du nicht, weil das halt auch echt nicht richtig spürbar ist. Wie beim Turbo, da hast du keinen Bums mehr, dann fehlt halt die halbe Leistung. Das ist bei dem halt nicht so krass. Aber ansonsten sind die Autos halt wirklich so, tanken, Ölwechsel, fahren, fertig. Ne? Ich hätte gedacht, er ist besser noch von unten. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ja, aber guck mal hier. Ja, guck mal, du hast. Ja, genau. Da sind wir genau beim Thema. Wenn man da reinguckt, ist es ja doch tatsächlich schon so, dass es rosttechnisch bei den Dingern langsam losgeht. Ne? Aber ganz ehrlich, der B5 hat das auch. Ne? Wenn du da die Schwelle abbaust, da sind vorne die Spitzen immer alle gammelig. Warum sollte es hier anders sein? Was haben die in der Zwischenzeit geändert? Das Auto ist ja nur auch von meinem Entwicklungsstand 5 oder 6 Jahre weiter. Mhm. Ne? Also das ist jetzt keine Neuerfindung wie zum Beispiel MQB oder sowas, wo sie halt alles anders gemacht haben. Und der hier ist halt definitiv dauerhaft gefahren worden. Ne? Ja, aber es ist halt auch im Winter, ne? Winterauto und so. Man sieht das hier halt hier oben im Halter, da ist gammelig. Aber Achsträger ist halt cool, weil es Alu, da hast du nicht so viel die Thematik. Hat jemand schon mal so ein Auto mal in Anführungsstrichen schon mal so blechtechnisch gestrippt? Also weiß man, ob hier drunter nicht irgendwo, wenn man so eine Achse rausnimmt, noch ganz andere Stellen sind? Aus meinem Kundenstamm bisher kenne ich keinen, der so wirklich Restaurationen an den Autos betrieben hat. Ich glaube, die sind auch noch zu jung dafür. Das kommt erst noch. Weil das ist für mich so ein typisches Auto, deswegen habe ich auch schon so ein paar Teile. Kannst du ja hier die Dinger rausnehmen und mit dem Endoskop mal reingucken. So ein paar Teile zurechtgelegt. Wenn ich den nochmal einmal restaurieren, sanieren, wie auch immer will, wird auch irgendwann kommen, weil verkaufen werde ich dieses Auto auf jeden Fall niemals. Würde ich auch nicht machen. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen, weil, guck mal, Nico, wenn du hier reinfilmst, noch weiter rum. Es ist nicht so, dass der anfängt zu rosten, wo er irgendwo beschädigt ist, weil man irgendwie mit dem Wagen immer mal falsch rangegangen ist, weil das Teil gehört zum Auto hier, das gehört nicht zur Bühne, das ist dauerhaft da dran, sondern er fängt wirklich selbst hier so auf den Flächen an zu rosten. Mhm. Und das ist halt ein Zeichen, dass der auch wahrscheinlich an weiteren Stellen leider anfangen wird. Also ist schon so. Ja, hier deine Hinterachse, ne, wenn du die hier anguckst, die ist halt auch überall schön knusprig, ne? Aber das ist alles so dick, das funktioniert noch. Da kann man, ja, diese ganzen Muttern, ne? Alles, das ist hier selbst deine Edelstahlabgasanlage korrodiert. Ja, das ist krass. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, wenn du da so auf den Längsträger drauf guckst. Also, aber wenn das Teil da hinten ist ein Teil der Karosse. Ja, aber sei unbesorgt, die sehen alle so aus. So. Also jedes Auto, was wir hier haben, ist. Die sind echt alle so? Okay. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht genau so in die Ecken reingeguckt. Ne, hier auch viel mit dem deine Bremsleitung da hinten, die sieht schon ordentlich aus. Das kannst du ja alle auch mal machen. Also rund um die ganzen Bremsleitungen. Aber dann fängst du an. Dann kriegst du meistens die mit nicht mehr rund von den Blechleitungen und dann musst du einmal alles neu machen. Aber guck mal hier. Ich habe noch kein einziges Lager in dem ganzen Auto getauscht. Das sind alles noch die ersten Lager. Klar, die fangen jetzt an rissig zu sein. Aber zwischen rissig und im Arsch sind ja auch immer noch 2 Paar Schuhe. Ne? Ja. Also das ist schon, also sonst so muss man schon sagen, sind das definitiv man muss, viele Autos. Tatsächlich ist es so, das ist ja eigentlich ein B6, ne? Facelift vom B6. Und das ist ein Großserienfahrzeug. Da haben sie viel Aufwand betrieben, um den zu entwickeln. Das Fahrwerk ist vielleicht ein paar Kleinigkeiten anders, aber sonst einfach nur B6-Technik. Und das ist schon echt ganz gut gemacht alles. Das funktioniert ziemlich gut.
Und es kommt auch immer darauf an, wie er bewegt wird. Ne? Und wenn du hier so Klassiker, baust ein Fahrwerk ein, schraubst es runter, schraubst es ganz runter, dann machst du löst du die Schrauben nicht und unter Spannung sind die Queller gerne die ganze Zeit, dann reißen die jetzt schneller ein. Ne? Aber hier, Nico, du musst noch einmal gucken. Hier. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall jedem, der auch ein B7 hat, der meinetwegen erst 100 oder 150.000 Kilometer hat, die müssten auf jeden Fall krasser versiegelt werden eigentlich. Weil das ist ja so ein typischer Rost, der kommt, wenn einfach kein Wachs drauf ist. Vielleicht hat er gar keinen Wachs von unten. Und halt irgendwann wird dieser Unterbodenschutz. Da sind wir jetzt übrigens, das ist jetzt mal ein perfektes Video. Bin ja so ein bisschen in die BMW-Szene jetzt reingewachsen. Ja, und also selbst Max, der diese Autos für mich schraubt und baut, wollte den E36 zum Beispiel nicht entlacken lassen, weil der hatte keinen Rost. So, der Grund, warum der aber keinen Rost hatte, ist einfach, weil in Japan nichts Salztechnisches und so weiter am Start war. Ne? Der Unterbodenschutz wird genauso offen grobporig nach 30 Jahren schon gewesen sein, wie er hier nach 15 Jahren ist. Das heißt, unter deutschen Bedingungen, okay, ich würde das Auto niemals bei Salz und so weiter fahren. Du bist schon bei fast 20 Jahren, ne? 2006, jetzt haben wir 20 Jahre, 24, 18 Jahre, fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre, die reißen alle so ein bisschen auf und machen sich Luft. Und du bist über dein Lebensziel des Fahrzeugs drüber hinweg, ja. Ne? 300.000. Also der hat mehr gesehen, als er soll. Und dementsprechend hast du natürlich auch mehr Regenwasser, mehr Schnee. Ist das so ein inoffizielles Ziel? Ja, also man sagt 300.000 Kilometer oder ob es jetzt noch 10 Jahre sind. Aber Audi ist halt Premium-Marke, da ist dann nicht jeder Cent wichtig und da wird dann schon mal drauf geguckt, dass das alles sauber funktioniert. Also im Vergleich zu anderen Marken ist das hier noch echt top, ne? Ja, klar. Da gibt es also, Autos, da fallen ja die Kotflügel ab. Ja, keine Frage. Ich sag nur so es gab ja so Mercedes-Zeiten, wo die Autos nach 15 Jahren wirklich schon durch waren. Ne? Nee, das Rost nach oben hin, gar nichts, nur Unterboden. Und was? Ja, gar nichts kann man nicht sagen. An der Heckklappe gibt es so ein paar Themen, hinten am Spoiler und an der Übergangsscheibe zur Heckklappe quasi. Da hat mein Weißer, der Weiße war einer der letzten, das war ein White Edition, hatte 294 runter und der hat hinten an der Heckklappe halt gegammelt. Aber ansonsten war der rosttechnisch unproblematisch von oben, von unten. Habe ich tatsächlich nicht ganz so genau geguckt. Aber es ist halt auch alles verkleidet. Ne? Es ist nicht wie beim E36, wo alles offen ist, sondern du hast hier überall Verkleidung. Das heißt, genau hinzugucken, musst du halt alles abbauen. Ne? Mittelwellenlager nach 400.000 Kilometer? Oh, noch Taco. Also, ja, das, technisch gesehen muss ich echt sagen, sind die Autos nicht anfällig. Du musst bedenken, das Auto hat halt so 400, 450 Newtonmeter. Und dementsprechend ist da nicht so viel Krawall drauf. Ne? Die Mittellager beim R6, die reißen gerne mal ein und dann machen die richtig Krawall. Aber du weißt ja noch, was wir zu wilden Zeiten mit dem Auto schon gemacht haben. Ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass die 250.000 Kilometer gestanden wurde. Kriegt das Auto tatsächlich genau, das Feuer. Auto hat wirklich eigentlich nur Autobahn, Langstrecke, Vollgas, Schnee, Driften, Winterurlaub. Also ja, aber deswegen, dafür sind sie gemacht. Genau, also dafür muss man jetzt auch fairerweise sagen, habe ich jetzt gerade ein bisschen ausgeblendet vielleicht, 424.000 Kilometer, fast 20 Jahre, kein Wachs drauf gemacht, von unten nicht gepflegt, sondern einfach nur gefahren. Klar, hätte jetzt auch passieren können, was wir im Längsträger schon durchgucken, ne? Weil es ist halt nur so, dass es jetzt losgeht. Guck dir mal Getriebe, Motor an. Und ist das Getriebe noch das erste? Nee, ich habe zwei Sachen gemacht. Einmal den besagten Motor, den du gestrahlt hast, den habe ich seitdem auch nicht wieder sauber gemacht. Und Getriebe habe ich selber kaputt gemacht, leider. Das heißt, das können die Leute heute auch immer nicht glauben, wir sind ja damals die Autos locker nochmal 5 cm tiefer gefahren, 3-4 cm tiefer als jetzt. Ne? Und da war das Problem, dass ab einer gewissen Tiefe ist eine Antriebswelle zu kurz und dann hat er tatsächlich den Innenflansch rausgezogen. Ja. Also weiß noch, bin ich nach Hamburg gefahren, richtig schnell eingefedert, dabei hat er den Flansch ein bisschen rausgezogen, weil die Flansche hier nur gesteckt sind, ohne Schrauben. Und der Flansch hat sie natürlich sofort im Differential festmassiert und habe damals dann ein anderes Getriebe eingebaut. Also das war Tipo Taco, sondern ich habe es wirklich nur durch zu tief gemacht. Darauf wollte ich hinaus, weil die Autos, die ich bis jetzt hier hatte, auch mit höherer Laufleistung, sind alle getriebetechnisch unproblematisch. Ne? Es gibt ab und an mal einen, der vielleicht ein bisschen jault oder heult, aber da bin ich eher der Meinung, dass vielleicht irgendwo eine Dichtung undicht oder wurde mal das Öl getauscht und nicht richtig aufgefüllt, hinten Differential genau das gleiche und dann fängt das halt an zu jaulen. Aber rein von der Belastung oder was man dem Auto antun kann, kriegst du das Getriebe in der Regel nicht kaputt. Fängst du an, da vorne einen Kompressor raufzustecken, mit richtig Drehmoment, ne? Die haben wir da gerne mal 600 Newtonmeter, dann sieht es natürlich anders aus. Aber wobei mein Getriebebauer hat immer gesagt, dass die Generation besser hält als die B5-Getriebe. Ja. Sind auch schöner zu schalten. Ich finde tatsächlich, viel besser, um wieder zurückzukommen auf den Anfang, die Autos sind längst dynamisch nicht schnell, aber die machen unheimlich Spaß beim Fahren. Dieses Hochdrehzahlkonzept, diese knackige Schaltung, dieses Fahrverhalten, diese Sicherheit mit dem Allrad, das ist
echt, ich würde bald behaupten, so nicht, gibt es kein anderes Auto. Nee, also auch jetzt so, wo ich so ein bisschen Rennstrecke hier und da fahre, glaube ich auch, wenn man mal eine Limo nehmen würde, würde die rennstreckentauglich umbauen. Also schon ein bisschen, hab ich im Kundenstand, bisschen ich gewichtmäßig, weil du kriegst aus so einer Kiste ja, wir werden gleich nochmal wiegen, aber du wirst ja sofort 200 Kilo rauskriegen ohne Probleme. Ne? Das heißt, am Ende wird so eine Limo, wenn man sie rennstreckentauglich machen würde, wahrscheinlich bei einer 1400 liegen. So, ne? Und 1400, eine V8, Hochdrehzahl, Allrad und so weiter. Wenn ihr diese Schraube hier seht, würde man niemals denken, also doch, wenn man die Schraube sieht, weiß man, dass der Lenker noch in Anführungsstrichen der erste ist. Ne? Aber dann guckt euch mal diese Lage an. Weil gerade am B5 haben alle immer rumgeheult wegen den Lenkern, dass sie alle ausschlagen, kaputt gehen und ja, so weiter. Nee, ne? Bei dem 0,0, also, gar nicht. Ich habe kein Radlager getauscht, kein Lenker getauscht, gar nichts. Schönes Thema, Arschlochschraube hat er ja auch. Ne? Hm. Ich kann nur den Tipp geben, wenn du ein Fahrwerk oder irgendwas tauschen musst und nicht unbedingt die Querlenker raus müssen, weil sie kaputt sind, mach ich das immer so, Arschlochschraube bleibt drin. Ich löse die Schrauben an den Querlenkern oben Domlagerauflage quasi. Und das Federbein so. Und nehme das Federbein so raus. Hast du einen Riesenvorteil, brauchst die Schraube nicht lösen. Ne? Weil die für die Nicht-Audi-Fahrer Arschlochschraube ist quasi die Schraube da oben drin. Das ist quasi die Verbindung von dem Radlagergehäuse an die beiden oberen vier Lenker, also zwei Lenker oben, zwei Lenker unten, besagte Vierlenkerachse. Und diese Schraube ist eine Stahlschraube in einem Alugehäuse, die ist halt immer fest. Ne? Ja. Ja, sonst, ansonsten, wie gesagt, super haltbar das Auto, große Technik, wenig Probleme. Die ersten hatten so ein bisschen mit Ölverbrauch-Thema, da war Kolbenring, glaube ich, ein bisschen problematisch. Ansonsten die Autos, die zu mir kommen, auch mit hoher Laufleistung, haben ab und an mal das Thema Ölverbrauch. Das liegt dann aber, ich habe da so ein kleines Sammelsurium an Teilen, die öfters mal defekt gehen, hingelegt, können wir gleich noch drüber sprechen. Das liegt dann meistens am Ölabscheider. Ich habe meinen Motor ja bei knapp 400.000 Kilometer getauscht. Ja. Und ich muss ihn mal woanders hinstellen. Da haben wir den Ölverbrauch nicht mehr in den Griff bekommen. Also wir haben bis heute nicht aufgemacht von dem. Aber das war ja auch einer der ersten, ne? Ja, genau. 2.6 ist das hier. Aber du hattest ja von Anfang an, als du den hattest, schon das Problem, dass er Öl verbraucht hat. Und es wurde ja immer schlimmer. Das ist ein Zeichen dafür, dass es irgendwas Innermotorisches war. Hast du ihn mal zerlegt? Nee, steht eins. Ich war Kolbenring wahrscheinlich. So wie ich ihn ausgebohrt habe. Ich hatte immer den großen Traum, irgendwann auf diesem Motor mal einen Kompressor zu bauen. Ja. Aber nicht so ein... Das Problem ist, als 500 PS Kompressor-Kit reizt es mich nicht. Es müsste, wenn dann, eher so ein 600 PS Kompressor-Kit sein. Ne? Ja, verstehe ich. Dass man gleich vielleicht Coilemploy noch mitmacht in dem Motor, wie auch immer halt. Ne? So was. Aber du sagst, das heißt, wenn ich jetzt einen 2008er, 9er, 10er, ich glaube bis 11 gab es die sogar. Nee, 7, 8. Gab es echt nur 7, 8? 2 Jahre, glaube ich. Also ich glaube, die haben sie nur 2 Jahre gebaut und die allerletzten sind immer Black Edition, White Edition. Das war so diese, wir hauen noch mal welche raus und dann haben die hier vorne, die White Edition haben einen weißen Rahmen. Grillrahmen, weiße in Keder, oben an den Sitzen oder so? An den Leisten. Die sind weiß. Schalensitze mit hinten weiß lackiert. Und dann gab es, wenn du dann das große Kreuz gemacht hast, Keramik, okay. Stegspiegel, etc. Ich dachte sogar, die hätte es noch länger gegeben. Ich hätte jetzt geschworen, so 2.9, 2.10, 2.11. Nee, das ist schon B8, das ist der Nachfolger. Also macht es schon Sinn, eher ein späteres Modell zu kaufen, wenn was jetzt so die Zuverlässigkeiten so angeht? Oder? Ja, vom Motor her ja. Wie gesagt, mein zweiter, 294.000, kein Ölverbrauch. Gar nichts. Der war natürlich verkokt bis oben hin. Der hatte auch kaum Leistung. Aber der hatte keinen Ölverbrauch. Und solange ich den hatte, hat der keinen Ölverbrauch. Ach krass, also ist tatsächlich so, wenn man dann einen der letzten kauft, dass die keinen Ölverbrauch haben. Das sind wirklich nur die, ich weiß nicht, ob es 500 oder 1000 produzierte Autos und die erste. Es gab so eine bestimmte Charge, die hatten Probleme. Und danach war das Thema vom Tisch. Das waren auch die am Anfang alle bei Audi waren mit Motorschaden. Ich weiß jetzt leider nicht den Motor, den ich hier eingebaut habe, den hatte ich ja seit 8 Jahren irgendwie rumstehen, aus welchen Baujahren der kam, weil der ist bis heute ölverbrauchstechnisch eigentlich, also er verbraucht schon Öl, das muss man schon sagen. Ja, auch, Hochdrehzahlkonzept. So, aber ich sag mal, mit einem Liter kommst du schon so, weiß ich nicht, 5000 Kilometer, 7000 Kilometer. Ja, hier so, dann zeig mal hier. Was, also hier Ölkühler. Ne, wir fangen mal mit dem Ölabscheider an, wo ich gerade, das ist der Ölabscheider, das ist ein Zyklonabscheider, der sitzt hinten an der Saugbrücke dran. Also der sitzt quasi so hinten an der Saugbrücke dran und hier Kurbelgehäuselüftung, also Köpfe. Dann sammelt sich das Öl hier über die Zyklonen, wird das abgeschieden bzw. sammelt sich hier unten in dem Behälter und über diesen kleinen Abgang geht das wieder zurück unter der Saugbrücke lang in den Block rein.
Das heißt, das Öl, was aus dem Motor rauskommt, in den Gasen, soll abgeschieden werden und wieder in den Motor reinlaufen. Genau, deshalb ist es relativ kompliziert. Ältere Autos haben nicht so einen krassen Ölabscheider, aber du hast halt echt viel Luftmasse, die da durchgeht. Du hast viel Ölnebel und es war einfach, der Wunsch war, dass das Ölnebel, Luftnebel, der hier reingeht, dass der sich hier quasi sammelt, dann hier unten drin bleibt und das Öl quasi wieder zurückläuft. So dass nicht alles mit verbrannt wird. Sieht witzigerweise so ein bisschen aus wie der Ölabscheider, den wir für Limo gerade gebaut haben, unterbunden. Da hatten wir auch so einen viereckigen Kasten draufgesetzt mit einzelnen Röhrchen. Die Klonengeschichte gibt es ja schon länger. Problem ist, es gibt zwei Probleme. Einmal, ich habe hier einen zerlegten, weil mich das mal interessiert hat, wie das aussieht. Du hast eine Membran drin, mit einem Feder, also federbelastet, quasi nur in bestimmten Lastzuständen macht das auf. Wenn diese Membran defekt ist oder die Feder kaputt ist oder was auch immer, dann zieht der die ganze Zeit unter Druck. Das heißt, du kriegst zum Beispiel einen Öleinfüllstutz nicht mehr auf. Das Auto fängt auch an zu pfeifen. Wenn er warm ist und im Leerlauf. Führt auch dazu, dass der falsche Luft zieht. Der Luftmassenmesser kann das nicht messen. Die Lambda-Sonde sagt, ich laufe zu fett, ich muss abmagern. Merkst du auch, der Wagen fährt nicht mehr richtig sauber. Deshalb, es kann immer mal passieren, dass die Membran kaputt geht. Ölabscheider kostet jetzt nicht die Welt. Wenn der aber heile ist, hat der dann gar keinen Unterdruck im System? Also dann kann ich den Öldeckel abnehmen oder saugt bisschen, der den Öldeckel? Ein bisschen schon, okay. Aber im Endeffekt ist es so, dass du wirklich nur in der Schubphase, wenn die Drosselklappe richtig zu ist, dass er dann aufmacht und saugt. Weil der Abgang hier ist quasi hinter der Drosselklappe, ne? Dass er da schön durchzieht. Zweites Problem ist, dieses Öl, was sich hier unten drin sammelt, ne, sitzt jetzt, also ich zeig's mal so, hier ist der Motor, sitzt von hinten an der Saugbrücke, das Öl, was sich hier drin sammelt, hier unten sind die Krümmer, wird natürlich warm, das heißt, die Verkokung, die man im Ansaugbereich kennt, die hat man hier unten auch. Ja, ja. Und dann kann es halt sein, dass der Abgang hier unten zu ist. Dann läuft das Öl nicht mehr zurück, der Pegel steigt hier hoch und dann hast du hier halt in der Ansaugung quasi, also das ist ja heiler, steht hier das Öl drin. Und dann siehst du in der Saugbrücke, dass da Öl drin steht. Also das sind so die beiden Themen. Früher habe ich mir nie den Kopf drum gemacht. Ich die Autos immer gereinigt und gemacht und getan. Heutzutage sage ich grundsätzlich, das ist ein Verschleißteil, was man durchaus mal mit jeder Reinigung tauschen kann. Das muss jetzt nicht wöchentlich machen oder jährlich. Gibt es Zubehör oder muss man Audi kaufen? Nee, ja, Audi kosten Schweinegeld. Metzger habe ich gute Erfahrungen mit. Die kosten so 175 Euro. Es ist relativ schwer, im eingebauten Zustand ranzukommen. Können wir vielleicht leider mal gucken. Aber wenn die Reinigung durchgeführt wird, dann kommst du da gut ran, zack, 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 machen wir gleich mit. Ja, ja, ja. Ist auch kein Mehraufwand, dementsprechend keine zusätzlichen Kosten, halt auch noch nur das Bauteil. Ja. Ne? So, Ölabscheider. Dann, schönes Thema, kennt glaube ich auch jeder, der RS4B7 googelt, Magnetventile. Ich zeig mal das hier, weiß nicht, ob man das sieht. Die platzen auf. Das ist ein Kunststoffgehäuse, innen drin ist Metall. Das ist leider Gottes vorne im Spritzwasserbereich. Es gibt insgesamt 4 Stück. Und dann gammelt das Bauteil und Rost oder Korrosion hat ein höheres Volumen. Dementsprechend dehnt sich das aus und dann reißen die halt ein. Problem ist, wenn die eingerissen sind, sind sie nicht mehr dicht. Und dann zieht der im Unterdrucksystem falsch Luft. Das führt dann dazu Saugrohrklappenfehler, Sekundärluftsystemfehler. Klappen im Auspuff hinten funktioniert nicht mehr. Und im Luftfilterkasten hat auch noch eine Klappe, die funktioniert auch nicht mehr. Es gibt Softwarestände, die sensieren das und sagen Saugrohrklappenfehler. Es gibt aber auch Softwarestände, da haben sie das, keine Ahnung warum, nicht aktiviert. Und da fährst du quasi mit geschlossenen Saugrohrklappen. Und dann ist der Querschnitt zu, haben sie weniger Leistung. Wie gesagt, merkt man das richtig, wenn man fährt? Oder? Das Blöde an dem Auto ist, du musst schon ein Gefühl dafür haben, dass du das spürst. Weil, wenn du unten raus beschleunigst, wenn die Drosselklappe zu ist, reicht das immer noch vom Unterdruck, die zuzuhalten. Beschleunigst du dann aber durch die Drehzahl, dann wird der mit der steigenden Drehzahl immer zäher. Das heißt, du beschleunigst und denkst, boah, der dreht, aber er will jetzt nicht so. Ne? Und wenn du das auf den Diagrammen bei mir auf der Seite siehst, siehst du auch immer bei diesen Autos mit diesen Problemen, die haben unten oben richtig Drehmoment, 380 Newtonmeter, oben oben fällt das ab, 300 Newtonmeter. Weißt du selber, Drehzahl mal Drehmoment, durch den Faktor aus Leistung, das heißt, hat er bei 7000 Umdrehungen 300 Newtonmeter, der 300 PS. Fehlen halt 100. Ne? Aber das spürst du nicht, weil du von diesem Drehmoment unten raus quasi ein bisschen verarscht wirst. Also so ein Fehler macht mal eben schlanke 30, 40 PS. Zusätzlich zu der Verkokung, die auch nochmal 30, 40 PS machst, hast du in Summe halt 80. Ne? Das ist das Problem. Noch einmal kurz, ganz kurz erklärt, Verkokung? Verkokung ist im Endeffekt eine Ölkohlebildung im Ansaugtrakt, weil wir reden ja hier über einen Direkteinspritzermotor. Das heißt, du spritzt direkt in den Brennraum ein und in dem Ansaugtrakt kommt nur die Luft, die du ansaugst über den Luftmassenmesser, über den Luftfilterkasten und halt zum Beispiel auch Kurbelgehäuse und Luft und Gase über den Ölabscheider. Deshalb ist es auch wichtig, den regelmäßig zu tauschen. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, hast du viel mehr Öl, hast du mehr Verkokung.
Diese Luft strömt dann in den Brennraum rein und du hast halt eine interne Abgasrückführung. Das heißt, dein Ventil, dein Einlassventil geht auf, wenn der Kolben nach der Verbrennung hochgeht, drückt die Abgase in den Ansaugtrakt wieder rein, hat zwei Hintergründe, einmal Vorverdichten der Luft in dem Saugrohr und zum anderen Emissionsgründe. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ist mir ein Fehler unterlaufen. Das heißt, die Abgastemperatur wird ja kleiner oder geringer, dementsprechend Emissionen besser. Und mit dieser Abgasrückführung quasi, mit den angesaugten Abgasen. Und dementsprechend kommt dann in dem Moment diese heißen Abgase mit dem Öl in Verbindung. Das Öl crackt, Öl bildet sich Ölkühle, Ölkohle und dieses Material verengt den Ansaugquerschnitt. Und dann fehlt halt irgendwann Leistung. Also wir haben auch, es gibt zum Beispiel S4B8, das ist ein 3 Liter Kompressormotor, 333 PS, Vorfacelift ist ein Direktanspritzer, Facelift ist eine duale Einspritzung, Vorfacelift verguckt stärker, aber auch der mit der dualen Einspritzung verguckt. Ob man das jetzt reinigen muss oder nicht, muss jedem selber überlassen. Kann man diese Überschneidung softwaretechnisch anpassen, dass die Verguckung weniger ist? Ja, kann man. Habe ich auch wirklich ein paar Jahre ausprobiert an den Autos, die ich selber hatte. Es bringt auch was, es wird weniger, aber es geht nicht komplett weg. Okay. Also man kriegt es nicht in den Griff. Man müsste irgendwie einen Port-Injektor, also eine zusätzliche Einspritzung da haben, die einfach... Und dann ist es wieder ein Problem mit dem Steuer... Du hast ja zwei Steuergeräte. Du musst die Steuergeräte darauf anpassen, dass da zusätzlicher Kraftstoff kommt. Und dann brauchst du viel Kraftstoff, damit es eine reinigende Wirkung hat. Auch, ich werde häufig gefragt, Catch-Tanks reinbauen. Geht auch. Aber du hast auch manchmal über die Ventilschaftdichtung Öl, was da reinläuft. Da hilft dir auch kein Catch-Tank. Ne? Das heißt, du kannst auf jeden Fall empfehlen, wer sich so ein Auto kauft, als allererstes Bedi-Reinigung, Ölabscheider tauschen, eigentlich eine Software drauf und gib ihm. Naja, also es ist grundsätzlich so, wenn man mal auf den Markt guckt, gebrauchte Fahrzeuge, steht häufig drin, Bedi-Reinigung gemacht. Ne? Das heißt, eigentlich gibt es kaum Autos, die noch nie eine Reinigung hatten, außer die Schweizer. Mhm. Die Schweizer Fahrzeuge sind tatsächlich... Die ich alle hier hatte, die hatten alle noch keine Reinigung. Es wird ja gerne importiert und es sind auch Top-Autos in einem Top-Zustand. Dadurch, dass die aber nur 100, 110 km/h da fahren, hast du halt einfach eine viel stärkere Verkokung. Das siehst du auf den Bildern. Also wenn du mir ein Bild zeigst von zwei verschiedenen Autos, kann ich dir sagen, wo die herkommen. Luxemburg, Belgien, genau das Gleiche. Wir blenden auf jeden Fall mal den Worst Case ein. Das Krasseste, was du verkokungstechnisch gesehen hast. Ja, ist tatsächlich jetzt gerade auch wieder ein B8, der wirklich richtig, also nicht nur am Ventil der Knubbel, sondern die ganze Ansaug. Also der ganze Kanal war richtig zugesifft. Das ist schon echt heftig. Was empfiehlst du, wie oft macht man eine Bedi-Reinigung? Nach welchem Kilometer steht? Tatsächlich, also grundsätzlich, ein Motor stirbt nicht durch Verkokung. Das heißt, du wirst keinen Motorschaden haben dadurch, weil die Verkokung, das saugt der mit an, der verliert halt Leistung und irgendwann kommt fehlergemischte Systemadaption zu fett, weil der einfach der Querschnitt zu gering ist und dann kriegt er nicht genug Luft und dann legt er das als Fehler ab im Fehlerspeicher. Ich sage, alle 30, 40, 50.000 Kilometer Reinigung. Wenn du jetzt einer bist, der auf Performance steht, dann machst du das alle 15.000. Es gibt auch Kunden, die kommen alle zwei Jahre vorbei. Ne? Mhm. Wenn du das mit der Software, mit der Ventilüberschneidung verringerst, ich mache das in dem Teillastbereich, also nicht unter Volllast, da lasse ich alles so, wie es ist, sondern im Teillastbereich gibt es halt eine starke Überschneidung, um die Emission zu verbessern. Das nehme ich raus, sodass der wirklich Einlass- und Auslassventil nicht so eine Überschneidung hat. Erfahrungsgemäß kann man das dann ein bisschen später machen, aber man muss es trotzdem machen. Mhm. Wichtig ist auch immer regelmäßig Ölwechsel. Ne? Wenn du jetzt 30.000 Kilometer mit dem gleichen Öl fährst, das wird schlechter, 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 schlechter. Dementsprechend hast du mehr Ölnebel, mehr Dreck, hast auch mehr Verkokung. Dann, was für ein Öl fährst du? Ich werde viel nach Öl gefragt. Ich sage mittlerweile Herstellervorgabe und Intervall verkürzen, weil das ist das, was eigentlich immer funktioniert. Du weißt selber, du kannst auf dem Motor 5W40, 10W40, 15W50 kannst du fahren, kannst alles Mögliche fahren, aber es kommt immer auf den Anwendungsbereich an. Ne? Wenn es minus 20 Grad draußen ist und du hast einen 20W60 drin, das funktioniert nicht. Das geht in die Hose. Aber ansonsten sind die Motoren eigentlich noch von der alten Güte, sage ich mal, da kannst du fast alles mitfahren. Wichtig ist immer Ölwechselintervall. Und ich habe Kunden, da ist alles Taco, alles schick, alles schön und dann irgendwann rufen sie mich an, hey, du, ich habe gerade das Problem Ölverbrauch. Und dann verbraucht er plötzlich 1 Liter auf 1.000 oder 2.000 Kilometer. Dann hat sich immer rausgestellt, Ölabscheider kaputt. Das heißt, du würdest den Kunden auch ganz normal wie ein 5W30 reinmachen? Ich habe alles da. Ich mache mittlerweile Inspektionen und einem Nummer da dran. Also ich bin halt Motorfan, genauso wie du auch. Ich habe 5W30 da, ich habe auch 5W40, 10W40, 15W50. In meinem ist 5W50, glaube ich, drin. Ja. Da sind wir schon ein bisschen dicker gegangen. Ja, aber es ist halt hochtemperaturstabil. Ne? Also, und du hast halt trotzdem noch die Fließfähigkeit bei den niedrigen Temperaturen. Das ist schon okay. Thema Ölkühler kam bei meinem Auto direkt
beim Kauf kurz vorher neu. Ich vermute einfach, war irgendwie Wildschaden, Steinschlag vorne, Unfall, wie auch immer. Und dann mussten sie bei Audi die Front abnehmen. Und selbst nach 2-3 Jahren ist es schon immer so, dass die Anschlüsse nicht abgehen. Ich vermute, weil Stahl auf Alu. Ja, genau. Also nee, es fängt an, dass hier diese Krimpung gammelt. Ne? Du siehst es da überall, du siehst es hier. Und dann hast du Stahl auf Alu, bedeutet einfach nur, du kriegst die Mutter nicht runter. Das heißt, wenn du diese Verschraubung öffnen willst, dann reißt du entweder das Gewinde runter, ne? Ich weiß gar nicht, ob es hier der Fall ist. Nee, hier geht's an. Doch, hier siehst du es schon, dass das Gewinde im Arsch ist. Oder du kriegst die Mutter halt gar nicht runter und reißt das ganze Gewinde ab. Das ist halt einfach echt doof gemacht. Der Ölkühler ist gut. Die Verschlauchung ist halt doof. Die haben sie früher auch extra nicht ganz so teuer gemacht. Die hat 150, 130 Euro Stück gekostet. Aber der Ölkühler kostet halt 700 Euro. Gibt es die noch zu kaufen, weißt du? Ich glaube ja. Weil zur Not kann man ja schon vorsichtig mit der Flex die Mutter irgendwie aufdremeln, ja, wie auch immer, abschlagen, ja, dass das Gewinde halt heilt. Aber ganz ehrlich, Ölkühler, also es gibt Firmen, auch in Hannover, die trennen die Stutzen ab und schweißen neue ran. Das wird dann nochmal frisch, also vorher erstmal entlackt und dann gereinigt und dann frisch lackiert und so. Auch für ein günstiges Geld, weil die Kühler kosten mittlerweile über 700 Euro. Mhm. Also ich kann mindestens immer nur von Preisen reden, als ich meinen noch hatte. Ja, ja. Ich mache solche Reparaturen, biete ich an. Aber man kann halt auch alle möglichen anderen Kühler nehmen. Ne? Ich musst du adaptieren. Ich hätte schon gesagt, ich hätte sogar aus dem Bauhaus gesagt, dass es mittlerweile fast sogar bei Audi teurer ist. Ja, aber klar, Inflation, ne? 10% jedes Jahr. Da kommst du schnell dann. Zusatzwasserkühler? Also genau. Das Auto hat ja in der Mitte einen Kühler und links rechts einen Kühler. Genau. Die sind nicht nur für Europa konzipiert, sondern halt auch für Heißländer. Heißländer ist zum Beispiel Dubai, Amerika. Und das führt immer dazu, dass die ein richtig fettes Kühlerpaket vorne vorhaben. Das heißt, den großen in der Front. Mhm. Und ein rechts, ein links. Rechts und links sind die identischen Kühler, die sind beide gleich, sind über einen Thermostat geschaltet und ich habe den jetzt, der ist heile. Ich wollte ihn einfach nur mal zeigen, weil typisches Problem, vorne in den Luftführung kommt Stein rein, schlägt auf den Kühler, du hast hier eine Macke. Dadurch, dass der Fahrtwind aber von vorne drückt, hast du auf der Rückseite dann den Austritt vom Wasser, also das geht durch den Kühler durch, läuft hier runter und hier unten ist alles rot. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kaltluftansaugung verbaue, dann haben tatsächlich 70-80% der Kühler das Problem, dass die undicht sind. Mhm. Das ist ein schleichender Verlust, du siehst das nicht im Wasser, ne? Aber wenn du vorm Auto stehst und der läuft und es richtig warm, dann riechst du es. Dann riecht er so süßlich nach Kühlflüssigkeit. Luftmessmesser ist eh klar. Da ja, Bosch hat im Moment Lieferschwierigkeiten, beziehungsweise es gibt keinen und die Dinger sind echt teuer. Eigentlich Luftmassenmesser kann man heutzutage, wozu brauchst du sowas noch? Ne? Brauchst du eigentlich gar nicht. Aber du hast ja eine reale Luftmasse, die über ein Luftmassenmesser gemessen wird und du hast eine theoretische Luftmasse, drehst einmal Hubraum und die beiden Werte gehen ins Verhältnis und das geht ins Steuergerät. Und darüber wird Zündwinkel etc., Lambda, das wird alles darüber quasi vorgehalten oder wird gewünscht und der Motor muss das erreichen. Was passiert jetzt, wenn du eine falsche Luftmasse hast? Also das ist ja ein Heißfilm-Luftmassenmesser. Da wird heiß, Luftströme vorbei, wird kalt, Widerstand ändert sich und dementsprechend weiß das Steuergerät über eine Kennlinie, wie viel Luftmasse ist. Wenn man beim RS4B7 Luftmasse misst, ist das immer für ein Steuergerät. Dadurch, dass der 2 hat, muss man die Luftmasse addieren. Das ist auch noch ein Unikum, beziehungsweise die ganzen V8, V10 von Audi aus dem Baujahr haben halt immer 2 Steuergeräte. Wenn der jetzt aufgrund von Dreck, Verschleiß, was auch immer, einen falschen Wert misst, geht das ja mit in 2 Steuergeräte, also quasi verdoppelt, weniger oder mehr dementsprechend. Und dann passt der Load-Index nicht mehr, also das Verhältnis zwischen realer Luft und gemessener Luft. Und dann kann es sein, dass im Zündwinkel fällt, das kennst du ja selber, mit weniger Last wird der Zündwinkel höher. Und dementsprechend fährst du in einer Stützstelle, wo du eigentlich gar nicht fahren sollst, weil unter Last macht der, keine Ahnung was, 170 Gramm pro Sekunde. Mit einem Steuergerät und er fährt dann, keine Ahnung, was 140 Gramm. Und dementsprechend bist du nicht bei einer Füllung von 90%, sondern nur 75% und im Zündwinkel 3 Grad höher. Mhm. Der kann das zwar ausgleichen über die Klopfsensoren, aber er nimmt mehr raus, als er muss, was dazu führt, dass er effektiv einen geringeren Zündwinkel hat. Und was selber Zündwinkel macht bei den Motoren halt was aus und dementsprechend fehlt halt Leistung. Man konnte die doch auch immer messen in der Nulllinie. Wenn quasi keine Luft durchgeht, wie weit die schon Abweichung haben. Es gibt auch Reiniger, aber es gibt Luftmassenmesser, die baust du rein, im Leerlauf ist alles gut. Aber unter Last zeigt der eine 140 Gramm an und der andere 220. Diesen Luftmassenmesser bitte nur von Bosch verwenden. Ja. Ich habe einen Kunden, der hatte durch einen Wasserschlag bzw. einen kaputten Luftmassenmesser auf dem Heimweg, ist dann zu einem Bekannten gefahren nach München, hat ein Luftmassenmesser getauscht, ist in NGK reingekommen, Auto lief nicht mehr. Ja. Hatte ich aber selber auch schon. Weil NGK zeigt
30% mehr. Keine Ahnung warum, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ist aber tatsächlich selbst bei Lambda-Sonden auch so. Ja, genau. Das ist nämlich nächstes Thema. Dieses Auto nur original Lambda-Sonden reinbauen. Original, also die vorderen beiden. Die hat ja 4 Lambda-Sonden. Vordere 2 sind die gemischbildenden. Die hinteren beiden sind die Cut-Diagnosen-Sonden, quasi Sprungsonden. Und die vorderen beiden immer original Audi. Keine Ahnung warum. Da steht eine Bosch-Nummer drauf. Ich habe das bestellt, reingebaut, funktioniert nicht. Kennlinie scheint anders zu sein. Mhm. Führt dazu, Motorsteuergerät kriegt falsche Werte quasi. Steuergerät sagt, hier passt irgendwas nicht, regelt gegen, Auto läuft nicht. Ja. Also auch regelmäßig Kunden. Auch nächster Punkt, wenn du das Getriebe raus hast, Kupplung machst, was ab und an mal passiert, vertauschen der Lambda-Sonde. Ja. Steuergerät hat zwar eine Erkennung, dass die vertauscht sind, aber er regelt dann quasi über Kreuz. Das sind so typische Fehler. Weil man darf einfach nicht vergessen, das ist nicht nur ein Sensor, sondern diesem Sensor wird vorher vorgegeben, dass, keine Ahnung, 100 Gramm Luft genau 1 Volt sind. Ja. Und das macht dann halt ein anderer Hersteller ein bisschen anders und das Steuergerät erkennt aber nur den Wert, der hier rauskommt und ja gar nicht die Luftmasse, die durchgeht eigentlich. Ist auch ein dualer Sensor, der macht Temperatur und Luftmasse. Ja. Aber wobei das heißt, Temperatur ist bei dem ja nicht so das Riesenthema. Okay. Genau. Dann haben wir noch 2 kleine Themen, kann ich mal kurz anschneiden. Das ist das Ventil für Nockenwellenversteller. Die sitzen oben im Kopf, der hat ja 4 Nockenwellen, 2 Einlass, 2 Auslass. Das Ventil ist quasi, das geht hoch und runter und macht dementsprechend einen Querschnitt frei für den Öldruck. Und die verschleißen, das heißt, die haben eine Leckage und manchmal klemmen die auch. Und dann hast du so einen verzögerten Nockenwellen. Also du hast eine Vorgabe, bitte 22 Grad vor. Und er macht dann so, oh, jetzt mache ich 22. Und wenn die zeitliche Differenz zu groß ist, dann setzt er auch einen Fehler. Ist bei den Motoren eher unproblematisch, beim Nachfolger ist das wirklich ein Thema. Die haben Kaltstartprobleme, EPC-Lampe an, alle drum und dran. Also die Ventile habe ich auch immer da, weil die regelmäßig getauscht werden. Und dann haben wir hier das letzte Bauteil, was noch interessant ist, beziehungsweise noch ein anderes. Rotopumpe hat er ja 2 Stück vorne. Problem ist, hier ist ein Dichtring drin, der wird undicht, dann sifft es raus. Gibt es nicht einzeln, musst du komplett rote Pumpe machen. Das heißt wirklich Spritzsift dann auch richtig raus? Ja, also du riechst es, es wird halt so, es wird ja ein Öl dann, also das ist wirklich, es ist tatsächlich eine kaputte, man sieht das so ein bisschen, die ist halt so ein bisschen schmierig hier an der Seite, sieht man das. Es tritt halt tatsächlich an meinem Motor war auch eine kaputt. Ja, das ist auch ein typisches Problem, kommt aber auch mit der Lauflastung. Ja. Das ist kein Thema jetzt irgendwie Material doof oder so, sondern einfach Lauflastung. Mhm. Und dann haben wir hier noch ein Thema, was jetzt tatsächlich mehr wird, weil die Autos werden älter. Das ist der Spanner für den Riemen. Auf jeden Fall witziger Spanner für den Riemen, weil meistens kennt man das ja nur als ein Gebilde. Irgendwie rat mal, was das Ding kostet. Mit einer Feder so drin und das Ding hat ja so einen kleinen Schuss einfach hier gefühlt. Ne? Rat mal, was das kostet. Keine Ahnung, 300 Euro oder so? Ja, 350 Euro. Ja. Die Feder gammelt so stark, dass die keine Wirkung hat. Ja. Das heißt, der Riemen ist nicht mehr gespannt richtig. Ist jetzt nicht weiter wild, weil da hängt nicht so unfassbar viel dran. Ne? Aber du hörst es teilweise und... Hast du mal geguckt, ob das nur eine Feder ist oder ob da auch ein Dämpfer drin ist? Ich bin der Meinung, dass ein Dämpfer mit drin ist. Weil das könnte sein, warum man das in dieser Art und Weise baut und nicht irgendwie mit einer Feder, die sich in so verdreht. Ne? Weil nicht, dass der Drehzahl bedingt, 8.500 Ringer, weißt du, was da auf dem Keilring los ist, halt nicht nur einen Spanner braucht, sondern einen richtigen Dämpfer, der die Schwingung auch wieder abdämpft. Viele Bauteile in dem Motor sind tatsächlich auf diese hohe Drehzahl halt auch gemacht. Auch was du vorhin erwähnt hast, wenn du einen Kompressorumbau machst, Original-Ploil-Lager ist halt wirklich Hochdrehzahl-Konzept, das ist alles sehr filigran und wenn du dann mit dem Hammer um die Ecke kommst und da einen Bar Ladedruck draufpackst, dann kann der Motor halt auch schon sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Was dreht der Original? 8,250, 8,2 in den Dreh. Ah, ich habe neulich noch gegrübelt, E92 M3 war damals das höchst drehende Serienauto und der dreht nämlich 8,3. Dann macht nämlich die Aussage auch wieder Sinn, wenn der klappt oder liegt. Wenn ich zum Beispiel Software mache, dann lasse ich die ruhig 8,4 drehen, weil tatsächlich ist es so, mit steigender Drehzahl, wenn sie gereinigt sind, Kaltluftansaugung haben etc., hast du ja auch drin, dann kriegt der so viel Luftmasse, dass der auch wirklich hochdrehen kann. Der hat wirklich seine maximale Leistung irgendwo erst bei 8.000. Okay, ja, dann lass uns das Ding nochmal einmal wiegen und dann haben wir es auch für heute. So. Ansonsten, vielleicht können wir noch einmal, also die Bremse ist, du hast halt eine Keramikbremse. Meiner Meinung nach eine der geilsten Bremsen, die es gibt. Unproblematisch, kaum Verschleiß, hat unheimlich viel Reserven. Du hast ja hier diesen Verschleißpunkt, ne? Das ist so ein Material mit einem anderen Gefüge und du siehst bei deinem halt kaum einen Unterschied. Dementsprechend hast du halt vom Verschleiß echt alles top. Wenn die richtig grob werden in der Oberfläche, dann sind sie halt irgendwann verschlissen. Kann man auch nicht messen, musst du wiegen. Ne? Das siehst du die? Kennst du aber. Ja, klar. Ja. Ansonsten, ausstattungstechnisch gab es ja viel. Gerne gewünscht ist halt immer Stegspiegel, Scheinsitze, Keramik. Das ist eigentlich so, damit hast du eigentlich alles dann im Kasten.
Wobei Keramik echt selten ist, muss man schon sagen. Also, ja. Also viele Autos gab es ja, glaube ich, nicht mit Keramik. Nee. Die Stahlbremse ist ja auch gut, aber die Keramik ist halt einfach nochmal ein Top. Und dann hast du halt hier die unteren Leisten, ne? Die gammeln. Ja. Du siehst halt jetzt hier schon so, dass es leicht wellig wird. Die ist schon aber, neu. Ach, die ist schon neu. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe aber tatsächlich noch eine liegen, weil das sind so die typischen Sachen. Nee, ich glaube, ich habe alle vier sogar gekauft, in weiser Voraussicht, weil die war schon richtig ab. Die war richtig ab und man sieht es auch genau hier. Man sieht hier dieses Rostwasser auf dem Schweller, was dann halt so ein bisschen dafür sorgt, dass es aussieht wie so ein Ölfilm, der runterläuft. Das ist aber richtig im Lack drin, weil das kommt richtig aus der Tür, also aus dem Teil runter. Ja, so. Ich mach mal runter. Ansonsten viele Autos oder manche Autos, die zu uns kommen, die hat hier hinten die Klappen für die Auspuffanlage, um den lauter zu kriegen, ziehen halt viele den Unterdruckschlauch ab. Problem ist, dass der Unterdruckschlauch quasi bis nach vorne verbunden ist mit dem Motor und dementsprechend halt dann vorne auch eine Leckage entsteht. Und deshalb, wenn ihr hinten die Klappen abmacht, was ich verstehen kann, weil die Klappen gammeln eh alle mal fest, dann steckt da wenigstens irgendwas rein, damit er nicht Falschluft zieht. Weil im schlechtesten Fall kann dann wirklich Saugrohrklappen zufallen und dann, also nicht fallen, sondern die gehen zu und dann hat er halt weniger Leistung. Ansonsten ist dein Auto echt vom Zustand top. Also ich fahre ja auch jedes Auto, was zu mir kommt und es ist wirklich so, selbst Autos mit Laufleistung 220, 250.000, die fahren, wenn du die Augen zumachst, würdest du nicht denken, dass das Ding 250 gelaufen hat. Das ist, glaube ich, dritte oder vierte Satz Kotflügel leider, weil ich sagte ja, wir sind die viel, viel, viel tiefer früher noch gefahren. Problem ist Alu-Kotflügel, der ist wirklich hauchdünn und wenn du halt tief fahren willst, musst du ihn mördeln, logischerweise. Das heißt, diese Kante, die hier bleibt, die ist wirklich so hauchdünn, dass man die selbst mit Gummi relativ schnell durchgeschabt kriegt. Und irgendwann geht die Kante auseinander und dann hast du halt so einen Wellerform-Kotflügel. Ne? Oder halt, man sieht es, Alu gammelt dann doch halt immer relativ schnell. Das heißt, wenn hier nur ein bisschen Lack weg ist, geht das sofort immer los, dass ich da halt rausbilde. Ja, einen Trick würde ich gerne noch zeigen, wie man relativ schnell mitkriegt, ob das Auto im Unterdrucksystem dicht ist oder nicht, weil da werde ich viel gefragt. Der hat hier vorne am Saugrohr die Unterdruckleitung. Du hast hier einmal den Abgang nach hinten. Wie gesagt, zu dem Klappen im Auspuff, hier im Radhaus hast du so einen Unterdruckspeicher, hinten im Kofferraum nochmal einen Speicher und hier vorne ist halt eine Übergabestelle und wenn du jetzt hier hörst, es zischt und wenn du jetzt weißt, das Auto steht hier eine Stunde, dann weißt du, dein System ist dicht. Ne? Damit kriegt man immer sehr schnell raus, ist er dicht oder nicht und dann, das ist hier vorne einfach nur der Schlauch, ne? Also bei dir kommt man gut ran. Das heißt, man weiß es deswegen, weil der einen Behälter hat, der sich während der Motor läuft vollzieht und einen Unterdruck speichert. Der behält. Wenn es irgendwo nicht wäre, würde der Speicher logischerweise leer sein. Der Behälter hier sitzt im Radhaus. Ich habe mir den extra gekauft zur Federsuche, weil den kannst du halt vorne ranbauen und kannst mal schnell gucken, wo ist er undicht. Ist er in dem Abgang undicht oder in dem Abgang undicht? Ja. Der Behälter sitzt im Radhaus drin. Wenn der Motor läuft, Drosselklappe zu, wird hier das Vakuum, das ist halt auch nicht stabil, quasi nicht Vakuum, aber der Unterdruck gespeichert und wenn der Motor jetzt aus ist und das System ist dicht, dann bleibt der Unterdruck ja drin. Mhm. Hast du jetzt irgendwo eine Undichtigkeit, zum Beispiel über ein defektes Ventil oder sowas, dann würde er den Unterdruck verlieren und ziehst du dann nach 10 Minuten nach Motor aus den Schlauch ab, hast du keinen Unterdruck mehr. Okay. Deshalb Trick ist immer, oder Test ist so, du lässt den Motor laufen, fährst ihn warm, stellst ihn hin, ziehst vorne den Schlauch ab und guckst, ob es zischt. Wenn es zischt, ist es dicht. Wenn es nicht zischt, auf die Suche gehen. Entweder mit dem Unterdruckpumpe oder man kann auch mit Überdruck vorsichtig arbeiten. 822 gab es nochmal einen Ölwechsel bei 417. Ich habe keine Erinnerung. Manchmal sind die Zettel doch von Vorteil. Ja, also kommt immer darauf an, wie viel Fahrzeuge du hast. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die haben eine Excel-Tabelle, damit sie wissen, wann sie zum TÜV fahren müssen und so. Das ist ja zum Glück auch Aufkleber. Oder die Polizei teilt einem das zur Not mit. Ja, das sind 30, 50 Kilo oder was denn dabei. Aber normalerweise erst 4B7, wenn ich den wiege zur Reinigung, haben die immer mit mir so 1880 Kilo, 1830, 1850. Ich wiege so ein bisschen knapp über 100 und dann bist du bei dem Gewicht. Ich würde sagen, wir wiegen mal. Genau. 1719 Kilo. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen Kindersitz hinten drin mit Konsole. Das werden 20 Kilo sein. Du hast kein Schiebedach? Dafür habe ich kein Schiebedach und der Tank ist auch nur viertel voll. Und Keramikbremse. Und Keramik, ja. Und tatsächlich die leichten 19 Zoll drauf und so weiter. Und der ganze Rost, das ist ja weniger Material, das ist ja mehr Rost. Also ist schon, man kann schon sagen, so ein Auto wiegt 1700, ne? Ja, das ist schon, ja 1750 in der Ausstattung, krass. Wie gesagt. Das Video hat sich jetzt am Ende so leicht ins Negative entwickelt, soll euch jetzt nicht abschrecken an den Autos. Nach wie vor eines meiner beliebtesten Autos, empfehle ich auch jedem, kauft euch so ein Auto, ihr werdet glücklich sein. Weil das sind jetzt ja auch alles keine
gravierenden Fehler, weswegen so ein Auto nicht mehr fährt, sondern das sind alles nur Nuancen, die halt einfach defekt sind. Aber es gibt so viele Autos, die draußen rumfahren, wo irgendwelche Kleinigkeiten dran defekt sind. Die Autos fahren selbst mit diesen ganzen Krankheiten. Genau, also wie gesagt, man sieht es halt auch an den Teilen, das sind alles kleine Teile. Klar kommt man relativ schwer ran, ist immer schwierig zum Tauschen oder muss die Front ab. Aber man muss wirklich sagen, der Motor ist echt stabil. Die Autos, die hier waren mit über 200, deiner 400, gut, neuen Motor jetzt gekriegt, meiner hatte 300 runter. Das fährt immer noch, funktioniert. Da gibt es Autos, die würden nach 300 nicht mal mehr ansprechen. Ja, also, und dann muss man bedenken, oder der dreht über 8000 Umdrehungen. Das oder ist jetzt nicht irgendwie so ein 3 Liter Sechszylinder. Turbolader kaputt, Nockenwellen eingelaufen, Pleulagerschaden, solche Sachen. Ne? Also es ist schon ein cooles Auto mit wenig Problemen. Klar muss man pflegen. Ja. Ne? Da gibt es genug Ansprechpartner in Deutschland, die das machen. Je mehr man sich damit auskennt, desto schneller ist natürlich auch die Fehlersuche. Ich habe wirklich tatsächlich Kunden, die vom Audi-Zentrum kommen. Ja, Audi-Zentrum weiß nicht weiter, die haben mich an euch verwiesen. Mhm. Verstehe ich auch, weil damals, als die Autos auf den Markt kamen, da haben die Mitarbeiter ja Schulung gekriegt. Ja. Aber die sind entweder in Rente oder sind nicht mehr in der Firma. Dementsprechend gibt es kaum einen, der dann auch weiß, dass das wirklich, was da die Problematik ist. Ne? Und dadurch, dass ich das jeden Tag mache, mich damit beschäftige, selber zwei hatte, ist es natürlich eine Kleinigkeit. Ne? Okay, Teddy, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt, dass wir das Gleiche nochmal machen zum Thema Tuning. Das haben wir jetzt bewusst erstmal ein bisschen außen vor gelassen, weil natürlich geht auch ein bisschen Tuning dran an dem Fahrzeug. Schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Geiles Auto, viel Spaß beim Kaufen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.